Ja, hallo HSV-Fans, ich melde mich hier nochmal vom Training. Er hat ja heute noch ein bisschen trainiert, war alles überschaubar, ist auch alles okay. Also ich freue mich schon auf morgen Abend. Ich hoffe natürlich, dass wir einen guten Schiedsrichter haben auch. Und dass es nicht unbedingt über 120 Minuten geht. Ich denke schon wie an Nürnberg, das wäre natürlich dann nicht so schön. Aber wie gesagt, Karlsruhe ist keine Laufkundschaft. Da müssen wir uns ordentlich reinknien. Aber die Truppe macht das ja jeden Sonntag oder was. Sie können auch mal, das haben wir ja gesehen gegen Werder, sie geben nie auf und kämpfen. Das ist natürlich ein unheimlicher Verdienst von unserem Trainer. Also da gibt es keine Diskussion über. So, und das Spiel kann man am besten schnell abhaken, wenn man wieder ein Spiel hat. Dieses Werder-Spiel meine ich, dieses widerliche Werder-Spiel. Das liegt mir immer noch auf der Luft. Und jetzt haben wir morgen noch, wir können uns rehabilitieren für alles. Und wenn wir das Halbfinale erreichen sollten, ja Jungs, dann ist alles möglich. Und Mädchen, denn kann passieren, wo wir vielleicht gar nicht mit rechnen. Ich will das gar nicht im Mund nehmen. Aber es ist alles möglich. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und dann wollen wir mal gucken heute Abend, bitte gucken, was dann Pipi macht. Und dann sehen wir uns morgen Abend, oder ihr hört mich morgen Abend wieder. Und dann ist das alles klar. Ich habe mal ein paar Videos gemacht für euch. Von hier, von dem letzten Training. Und guckt doch mal rein. Und sonst ist alles klar, nur der HSV. Sie sind alle optimistisch, warum auch nicht. Das war ja kein schlechtes Spiel, was wir gemacht haben gegen Werder. Da können Sie erzählen, was wir wollen. Das war unglücklich. Und das Glück kommt wieder, und das Glück hat der Tüchtige. Alles klar, nur der HSV. Lass sie sammeln, was sie wollen, das interessiert mich nicht. Das war unglücklich, die Niederlage, und nichts anderes. Tschüssi.